Frau Donald, was ist das für ein Gefühl, wenn man plötzlich Staatssekretärin wird? Überhaupt kein Gefühl im Moment, außer dass es hier sehr heiß ist. Wann haben Sie davon das erste Mal erfahren, dass der Plan besteht, dass Sie dieses Amt übernehmen sollen? Nun, ich gehe nur auf exakte Aussagen und für mich war dann der Zeitpunkt ausschlaggebend, wo der Beschluss gefasst worden ist. Das heißt also eigentlich vor einer halben Stunde oder vor einer Dreiviertelstunde? Richtig, das ist für mich der Zeitpunkt. Die Donald ist ein Porträt der ehemaligen Frauenministerin. Was dem Film gelingt und was ihn auszeichnet, ist meiner Meinung nach, dass er es schafft, einen neuen Blick auf die Frau Donald zu werfen. Man ist ja selber gewissermaßen geprägt gewesen durch vielleicht eine negative Berichterstattung. Sie wurde oft so als Emanze diskreditiert. Wenn man sie jetzt wieder sieht, sieht man eine unglaublich sympathische, tatkräftige Politikerin, die auch noch Überzeugungen hatte und die gewissermaßen Unpopuläres vertreten hat. Eine Sache, die heute den wenigsten Politikern, würde ich sagen, so eindrucksvoll gelingt wie ihr. Wir wollen überhaupt niemanden zwingen, aber wir haben ein Familienrecht, das es gilt, in die Wirklichkeit umzusetzen. Und ich glaube, dass man auch dem Mann die Chance auf eine Familie und auf ein Familienleben geben soll. Ich finde, dass Sabine Derfflinger hier ein sehr vitales und auch durchaus, denke ich, den damaligen medialen Realitäten entsprechende Geschichte der österreichischen Öffentlichkeit und einer ihrer wichtigsten Protagonistinnen gelungen ist.